Tag, Thomas Brücker, neu bei der Fortuna aus Köln. Ja, erstmal willkommen zurück, muss man ja sagen. Bei Ihnen können Sie uns ein bisschen über die Hintergründe Ihres Wechsels aufklären. Ja, hallo erstmal. Ja, da mir in Duisburg mitgeteilt wurde, dass ich sportlich da keine großen Perspektiven mehr habe, ja, kam der Kontakt mit der Fortuna dann relativ schnell zustande. Da ich auch hier ganz in der Nähe von Köln bei Schlappach lebe, ist natürlich wirklich alles perfekt. Dann die Ausgangsposition, die Fortuna hat. Sie haben eine super Hinrunde gespielt und ist natürlich dann reizvoll, das Versuchen in der Rückrunde zu bestätigen und nach Möglichkeit dann auch um Platz 3 mitzuspielen. Jetzt treffen Sie hier als erfahrener Stürmer von 32 Jahren ein, der eine ganze Menge Profierfahrung hat. Bei der Fortuna selbst sind jetzt aber zwei Stürmer gesetzt momentan, beziehungsweise in der Hinrunde waren sie es. Wie sehen Sie da Ihre Rolle in der kommenden Rückrunde? Ja, ich versuche mich erstmal in die Mannschaft zu integrieren, vielleicht auch ein Stück weit dann meine Erfahrung mit einzubringen. Und alles andere wird man dann sehen. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich körperlich auf mein Level wieder bringe. Aber ich denke, ich bin da ganz guter Dinge, dass ich da relativ schnell wieder hinkomme, wo ich sein möchte. Und ja, wir haben so viele Spiele. Ich denke, da wird dann jeder auf seine Einsatzzeiten kommen. Köln ist ja als Station bzw. als Stadt auch durchaus schon Ihnen geläufig. Würden Sie sich als Kölsch Jung bezeichnen? Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen beim FC? Ja, hin und wieder besteht natürlich noch Kontakt und ja, Kölsche Jung, na gut, wir leben jetzt fast 8 Jahre hier in Köln, meine Frau ist Urkölnerin, also von daher habe 4 Jahre jetzt beim FC gespielt, jetzt bei Fortuna und deswegen, also ich fühle mich schon sehr heimisch in dieser Stadt, sagen wir es mal so. Ja, dann bleibt abschließend eigentlich nur noch zu fragen, können Sie sich vorstellen, bei der Fortuna Ihre Karriere zu beenden, beziehungsweise was haben Sie noch für Ziele in den kommenden Jahren? Ja, natürlich. Ich werde jetzt 33 nächste Woche, von daher beschäftigt man sich natürlich auch mit dem Karriereende. Ich hoffe natürlich, es noch so weit hinaus zu zögern zu können, wie es geht. Aber ja, warum nicht? Also ein, 2 Jahre könnte ich mir schon noch vorstellen, hier zu spielen, ganz klar.